Hallo liebe 1000 BSTV-Zuschauer, ich bin hier in Deutschland, Nähe Stuttgart, bei einer Veranstaltung. Die ist sehr eng, es sind sehr viele Leute, es ist ein ganz, ganz cooles Ambiente. Was kann das wohl sein? Games Egg 101, 13. Auflage, und wer da jetzt ein bisschen abergläubig ist, dem Games Egg 101 bringt es wohl Glück, diese Zahl 13, das Wetter passt voll gut. Besucher sind schon in der Früh en masse hier und es wird Rennen geben. Es werden die Sultans of Spirit wieder ihre argen Boliden starten, die da unten schon angeheizt werden. Ich habe schon gesagt, es ist extrem laut, aber auch extrem leiwand. Unikate stehen hier wieder herum. Da fliegen da die Augen raus und ich werde mir die alle jetzt reinziehen und ich werde mir die Rennen reinziehen und das eine oder andere Bierchen werde ich mir auch reinziehen, weil das gehört da einfach dazu. Coole Stimmung, kommt's mit, wir schauen uns das alles jetzt an. Stand von Suzuki mit Holzschnitzeln, so voll auf Retro, obwohl man muss schon sagen, Suzuki hält sich im normalen Modellprogramm ja ein bisschen zurück mit den Retro-Modellen. SV650 mit dem Rundscheinwerfer, okay, und die SV650X, die mögen wir, aber sonst ist da nicht viel. Aber jetzt sehe ich da am Games Egg 101, da muss Suzuki natürlich auch was herzeigen, ein Modell, da steht V-Track drauf und ich glaube schon, vor allem bei der Farbgebung zu erkennen, das war einmal eine V-Strom. Müsst ihr euch vorstellen, das geile Ding, eine Reise-Enduro war es einmal. Jetzt hat es da ein Carbon-Monocoque oben mit integrierten Armaturen am Tank da, das Heck gestutzt, vorne diese Carbon-Maske. Bereifung habe ich mal angeschaut, das ist normal, das ist vorne ein 19 Zöller, also es ist viel geändert und doch nicht so viel, dass es rechtfertigen würde, dass das so arg anders ausschaut. Da daneben älteres Modell umgebaut, ein 1100er Gixxer. Und ich weiß nicht, ob das die Julie einfangen kann, aber die Lackierung ist ein Wahnsinn. Ich meine, das ist von der Weiten ist es einfach schwarz. Aber wenn es da näher hingeht, das ist urgeil mit diesen komischen, ich weiß nicht, wie man das nennt, sind das dann Intarsien? Na, wurscht, schaut leiwand aus. Ja, und auf der anderen Seite haben wir die Fat Mile wieder mal stehen, die jetzt, glaube ich, auf der 30. Messe schon hin und her gekarrt wird. Und wir würden uns einfach wünschen, dass die das endlich rausbringen, das Ding, weil sie schaut noch immer urgeil aus. Also sowas wird ja nicht schier. Also bitte, liebe Suzukianer, hört mich an, baut endlich die Fat Mile. Die V-Track könnt ihr auch ruhig ins Programm aufnehmen, dann gibt es wieder mal urleiwande Suzukis. Danke. Triumph hat es ja ein bisschen einfacher als viele andere Hersteller. Man hat ja neben den zugegebenermaßen sehr sportlichen Modellen eine große Anzahl an klassischen Modellen, die sich natürlich perfekt für irgendwelche Umbauten eignen, die man dann am Games Egg 101 heuer 2018 präsentieren kann. Und da haben wir eine Bonneville Bobber. Ich meine, der Sattel, ja, das hätte ich erkannt, aber vorne die Verkleidung. Bonnie and Wright hat das umgebaut. Ich glaube, es ist der französische Importeur. Sehr coole Bonneville Bobber, die in der Originalversion, glaube ich, den schwächsten Ausbau dieses Parallel-Zweizylinder-Motors mit 1200 Kubik hat, ich glaube 77 PS, da haben wir aber jetzt 131 PS, also da ist auch ordentlich Hand angelegt worden beim Motor. Das ist aber nicht der einzige Umbau, den Triumph hier zeigt. Es gibt da vorne noch ein Modell, das nennt sich Phantom Blaze und das schauen wir uns jetzt an. So, wir stehen hier etwas eng beieinander, damit man nicht in der Sonne steht. Mich stört es eigentlich nicht. Du im Shuttle, Schatten, neben, ich bin ganz nervös, neben mir die Nathalie. Du wolltest unbedingt angesprochen werden, Frau Magister, weil du meinst, uns Österreichern ist das so wichtig, wenn man mit dem Titel angesprochen wird. Also dann heißt du nur mehr die Frau Magister, neben mir der Herr Magister Paul. Und jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Ding, weshalb wir hier so eng umschlungen stehen. Phantom Blaze, ich habe das vorher schon erwähnt bei der Bonneville Bobber. Das ist eine
Phantom Blaze gibt, die wir uns anschauen müssen. Was ist denn das? Die Phantom Blaze, mit der starten wir dieses Jahr bei den Sultans of Sprint. Die machen ja seit diesem Jahr eine Factory Class, wo sie uns die Herausforderungen als Hersteller gegeben haben, selbst an den Start zu gehen. Wir sollten uns einen Customizer aussuchen, das haben wir auch gemacht. Wir arbeiten mit Mello Motorcycles zusammen. Da kommt dann der Paul ins Spielchen. Der Paul kommt da ins Spiel, genau. Und die Herausforderung hier war, wir wollen einen Sprint Racer bauen. Ja, also wie du die auch bei den Sultans drüben siehst. Aber wir wollten, dass das Ding auch schön ist. Ja, also das ist die große Herausforderung. Schnell und schön. Also du hast ja schon gesagt, und es steht auch drauf, was ich noch erkenne, ist eben eine Thruxton. Nein, nicht ganz. Okay. Ist auf Basis der Thruxton A. Ja gut, das ist ja kein großer Unterschied. Also, da brauchst man jetzt nicht irgendwie sagen, dass ich mich nicht auskenne. Und ich erkenne auch einen, Frau Magister, ich erkenne auch einen Kompressor. Das ist sehr gut, weil der ist ein recht elementares Element bei diesem Motorrad. Also der Kompressor, bewährte Technik, den hatten wir ja auch schon eingesetzt bei der Essenza, wo ihr ja, glaube ich, auch dabei wart. Ja, wir haben uns das anschauen dürfen. Und genau, aber ganz anders ist jetzt der Fairing Kit, ne? Genau, also es ist technisch, sind wir auf den bewährten Kompressor halt gegangen. Den hatten wir im letzten Mal halt auch schon im Einsatz. Haben aber technisch noch ein bisschen was anderes gesehen. Also du siehst das bestimmt, weil du kennst unsere Produkte in- und auswendig. Wir haben die Schwinge nämlich auch noch ein bisschen verändert. Hast du bestimmt sofort erkannt. Deutlich. Ja, natürlich. Was denn sonst? Sofort natürlich erkannt. Also ich sage jetzt einfach das, was ich sagen muss. Verlängert, oder? Genau, verlängert. Wir haben sie nicht verkürzt, wir haben sie tatsächlich Schwingen verlängert. Werden immer länger, damit man besser nicht aufsteigt. Also man sieht es auch gleich, wenn sie nebeneinander stehen. Und technisch, was haben wir noch? Also wir haben auch noch... also technisch bleibt es halt bei den Alten. Also hier haben wir noch mit Wilbers halt noch gearbeitet. SC Project hat uns ja auch noch unterstützt, wie du hier siehst. Ansonsten haben wir am Motor jetzt gar nicht viel verändert. Wie wir wissen, ist es ein toller Motor. Der Kompressor bringt uns da ausreichend. Er hat ja schon gewonnen, der Motor, sozusagen. Ne? Genau. Und was ja wichtig ist, wir wollten gerne ja noch ein bisschen mehr machen, ein bisschen auch mit Lachgas arbeiten. Wir haben aber hier ziemlich, wir mussten unterliegen halt hier den technischen Regularien. Wir haben eine Power-to-Weight-Ratio von 0,65. Ja, insofern mussten wir hier ganz klar ausbalancieren, wie viel Leistung wir haben können gegenüber dem Gewicht. Und wir haben es geschafft, die Power-to-Weight-Ratio voll auszuschöpfen. Wir sind auf 0,648. Okay, also wir sind exakt am Limit, genau. Da wurde offensichtlich ordentlich gefeilt und genau. Ich sage mal, danke Frau Magister. Und jetzt zum Herrn Magister, Paul, du bist von Mello. Nee, Sugar Mountain Customs. Und okay, ich erzähle kurz, ich habe den Flo letztes Jahr in Montlhéry, Paris, zum Rennen kennengelernt. Das ist so die Vorgeschichte. Und haben wir halt gequatscht, was irgendwie motorradmäßig, was kann man irgendwie, was sind Möglichkeiten. Und irgendwann dieses Jahr sind Nathalie und der Flo samstags nachmittags in der Werkstatt aufgeschlagen und haben gesagt, Paula, hast du nicht Bock für Triumph einen geilen Racer zu bauen, ein Fairing-Kit. Und ich fahre selber eine Triumph, Baujahr 52, Brionet im Starrrahmen und habe gesagt, okay, geiles Projekt. Und dann haben wir angefangen. Da wusste aber noch nicht, wie viel Arbeit es ist und wie kurz die Zeit ist. Das erste Teil war eigentlich nur ein oberes Fairing. Und dann hieß es halt, okay, Paul, wir bräuchten ein komplettes Kit mit Tail, mit allem drum und dran. Und das ist ja nicht einfach nur eine GFK-Karosserie hingefetzt, sondern... Genau, richtig. Das ist 0,8 mm Blech. Um diese Ratio einzuhalten, haben wir gesagt, wir nehmen Stahlblech, um halt Gewicht für Leistung zu bekommen. Und dann habe ich halt angefangen zu designen. Wir hatten eine Vorgabe, sind aber umgeschwenkt und haben gesagt, für das Motorrad müssen wir ein bisschen auf Retro gehen. Klassisch, Triumph, das ist das, was das Motorrad ausmacht. Ne? Dann haben wir halt mit Drahtkorpus gebaut, haben tagelang gesessen, haben entschieden, wie ist die Linienführung, was machen wir und sind letztendlich zu diesem Resultat gekommen. Haben komplettes Fairing-Kit, besteht aus drei Teilen, links, rechts, vorne. Haben das halt so geschäbt, damit die Maschine von vorne ist ja relativ breit mit dem Scheinwerfer. Das haben wir versucht beizubehalten, diese bullige Optik. Und wenn du von hinten drauf schaust, absolut schlank, dynamisch, mit dem Heckteil. Also, wie lange hast du gebraucht? Wir haben ungefähr 300, also wir haben das Projekt in 28 Tagen, also die reine Blecharbeit hat 28 Tage gedauert, sind 300 Stunden reingegangen. Also fast gar nicht geschlafen, nur geschraubt, aber... das sind 2,8 Stunden Schlaf pro Tag. Ja, das ist realistisch. Es ist realistisch. Ja, wir haben am Abgabetermin am letzten Tag haben wir komplett durchgearbeitet. Der Flo von Mello ist dann halt morgens
Der hat die Nacht, genau, der hat die Nacht im Bulli gepennt, um das Teil abzuholen. Wir haben bis zur letzten Minute haben wir dran geschraubt und morgen 4.57 Uhr war das Teil übergabereif. Und es ist wirklich das, genial, formschön. Das heißt, schaut super aus. Ich muss ehrlich gestehen, da ist man eigentlich blunzen, ob die jetzt irgendwas gewinnt, weil die schaut einfach untergeil aus. Wir sind auf Platz 1 und wir sind hier heute nicht angetreten, um unseren Platz nicht zu verteidigen. Wir wollen heute eigentlich den Sack zumachen. Wir haben so einen großen Punktevorsprung, dass wenn wir heute wieder den ersten Platz schaffen, Party-Monster-Bonus gewinnen, was wir ganz gleich schaffen, dann ist das Ding schon geritzt. Das ist unser Anspruch für heute. Sehr, sehr zielsicher und selbstbewusst, die Frau Magister. Danke, Frau Magister Nathalie. Danke, Herr Magister Paul. Okay, danke schön. Wir schauen weiter. Kommt's. Royal Enfield. Wieder so eine Marke, die meiner Meinung nach ja nicht retro ist, sondern echt alt. Das klingt jetzt ein bisschen gemein, gell? Dominik hier bei mir, Dominik von Enfield. Aber Enfield, ist das die älteste Motorradbude der Welt eigentlich? Es ist in der Tat die älteste am durchgehend produzierenden Motorradmarke der Welt. Ja. Und wie ich schon erwähnt habe, die ganzen Motorradeln sind echt alt, obwohl jetzt gibt es neue 650er Geräte, die Continental GT als 650er und Interceptor. Ja, genau. Ich habe gesagt, es ist laut und ich habe nicht gelogen, es ist laut hier. Und da haben wir jetzt zwei arge Umbauten, das eben von der Interceptor 650 ein Umbau. Genau so ist es. Dominik, nur kurz umreißen, was da alles arg ist. Die Basis von dem Bike ist eigentlich, wie gesagt, die Interceptor. Grob geändert wurde nicht viel, es wurde die Sitzbank geändert, der Lenker wurde sehr stark umgebaut, wie man sieht. Entschuldigung, dass ich unterbrechen muss, grob geändert wurde nicht viel, der Lenker ist unfassbar. Ja, also da steckt extrem viel Arbeit dahinter, die man jetzt im ersten Blick vielleicht nicht sieht. Wie man sieht, wir haben keine Bremshebel, keine Kupplungshebel. Das geile Detail hier ist, die Kupplung ist zum Drehen. Wie gesagt, extrem viel aber Arbeit, keine Bremse, die man nicht am Anfang oder sieht. Das ist dann die Hinterradbremse. Was die Hinterradbremse? Genau, vorne wurde verzichtet. Geil. Also die Optik hat es auf alle Fälle verdient, dass das weggelassen wird. Ja. Schaut geil aus. Da auf der anderen Seite, Entschuldigung, Julie, auf der anderen Seite haben wir eben Continental GT-Umbau. Genau, richtig. Hier wurde eigentlich der Rahmen ein bisschen verändert, wie man hinten sieht. Es ist ein Heck montiert worden, es ist der Tank ein wenig verlängert worden, der typische Half-Fairing-Verbau. Aber die Basis, wie gesagt, ein originaler Continental-Zweizylinder. Und eigentlich das moderne Gerät, das ich, danke an Royal Enfield, in ein paar Wochen testen darf in Amerika. Genau, nämlich die beiden Modelle, die dann drüben stehen, wir werden es abfilmen. Richtig. Und hinter uns steht da auch noch was ganz Arges, das wird mitfahren bei den Sultans of Spirit. Genau so ist es. Also beim Sultans of Sprint wird dieses Bike an den Start gehen. Die Lockstock, die wurde von unserem Entwicklungscenter in England speziell für den Sprint umgebaut. Ja, wird heftig. Und das ist aber auch als Basis der normale 650er Motor? Genau, die Basis ist der Zweizylinder 650er, nur wurde er ein wenig modifiziert. Ein wenig modifiziert, dass er ganz arg anreißen kann. Genau. Danke, Dominik. Gerne. Und wir schauen weiter. Also ich gehe zu diesem wunderschönen Intermod-Bike, nicht nur, aber vor allem wegen der Geraldine. Hallo Geraldine. Hi. Geht's dir gut? Ja, die Sonne scheint. Warum soll es mir nicht gut du gehen? Du genießt es voll, du lässt dich da bräunen. Ja. Du sitzt hier auf einer Yamaha XV59. Ja, bequem ist sie auch noch. Bequem ist sie auch noch. Das Intermod-Bike von Walzwerk umgebaut. Schöner, nennen wir ihn Peanut-Tank. Ich weiß nicht, ob das Harley-Davidson gehört, dieser Name, aber es hat diese Form, geiles Bike, wird auf der Intermod präsentiert und fährt auch ein Rennen mit, weißt du das? Ja, heute beim Show Race. Fährst du das Rennen? Nein, das fährt unser Fahrer. Alles klar. Und du lässt dich einfach weiter sonnen? Ich lasse mich hier sonnen, ich lasse es mir gut gehen. Viel Spaß noch, Geraldine. Für dich. So, bei Showy habe ich es leicht. Bei Showy heißen alle Michael. Hallo Michael. Ja, hallo, ja. Nein, einen Oliver. Ja, alle Michael, sehr genau. Alle Michaels, nur einen Oliver habt. Jedenfalls hier im Glamseck 101 2018 stellt Showy nicht klar den J.O. vor. Wann habt ihr den vorgestellt? Vor zwei Jahren? Vor zwei Jahren, ja. Der war lustigerweise wirklich genau zum Glamseck und jetzt der neue X-Zero. X-Zero, der wird auch genau hier jetzt eigentlich präsentiert. Genau. Die Einfärbigen sind sogar schon im Handel oder kommen die jetzt? Die ersten sind im Handel jetzt, ja. Und dieser Equation, den ich auch schon getestet habe, weil der
Michael hat ihn mir geschickt. Welcher? Der andere, okay. Hat ihn mir geschickt, der kommt im September jetzt. Oder? Oktober wird er kommen. Oktober erst. Was ist das Besondere an dem Helm? Ich kann jetzt nicht, aber mach das einmal. Das Besondere an dem Helm ist, es ist eine schöne, kleine, klassische Cruiser- oder Scrambler-Helmschale. Es ist laut. Ich hab's euch gesagt, es ist laut. Schöne kleine knackige Cruiser- oder Scrambler-Helmschale mit einem rauslassbaren Sonnenvisier. Man kann das Teil hier rausklappen. Wird es auch in anderen Farben geben. Es gibt es auch in Gelb oder in stark getönt oder in Gold, jetzt auch neu. Passt auch genauso für den GO. Wir sehen, das sind die gleichen. Eigentlich haben wir mit dem Helm ein Eigenzitat selbst gemacht. Den Helm gab es ja ähnlich schon mal in den 80er Jahren als EX5. Das war damals ein Motocross-Helm. Jetzt haben wir wieder aufgelegt als Scrambler-Helm. Es wird dazu auch so eine Art kleines Cross-Schild noch geben zum Anknüpfen. Der wird dann ab Oktober, November etwa noch kommen. Alles klar, schaut super aus. Ich habe das nämlich auch schon, dieses Schild, das hat mir andere Michael auch schon mitgeschickt. Also mir gefällt er extrem gut. Gewicht, wo sind wir da? Gewicht? Circa 1200 Gramm. Okay, also nicht so schwer. Je nach Schalengröße, wir haben drei verschiedene Schalengrößen, damit der Helm auch schön klein und schön knackig am Kopf sitzt. Dementsprechend variiert auch das Gewicht ein bisschen, aber 1200 Gramm im Mittel sind wir gut dabei. Also Ausstand tut er meiner Meinung nach spitze. Ihr habt die Equation, die farbige Version gar nicht da, oder? Nein, noch nicht, nein, der kommt erst. Aber die ganzen, also gelb, taugt mal da auch irrsinnig, schaut super aus, ja. Mhm. Danke und in zwei Jahren müsstet ihr dann wieder irgendwas Neues bringen. Wir werden sehen, genau. Kannst du nichts rauslassen, gell? Nein. Aber trotzdem. Ich weiß es doch gar nicht. Danke für die Erklärung. Sehr gerne, ja. Moto Guzzi Umbau, Rhapsody in Blue. Ich wüsste jetzt nicht genau, wo ich anfangen sollte. Ich schätze mal, 1000 Umbaugeschichteln gemacht worden. Eine V9 ist es, falls man es nicht erkennt. Ich habe es nicht erkannt. Aber am geilsten finde ich der Auspuff, das U-Hackerl da unten. Echt leiwand. Nichts Böses ahnend gehe ich rein bei... Man müsste halt die Marke wissen, gell? Geht schon. Also noch einmal. Nichts Böses ahnend gehe ich rein bei Indien, sehe hier eine schöne Scout, verbrenne mir fast die Bratzen, weil die so heiß ist. Du, das ist nicht nur ein Showstück, das ist gerade gerannt, oder? Der ist gerade gerannt, ja. Reiß an die Mühle noch einmal. Hey, damit ihr einmal hört, wie sowas klingen kann. Ja, kleine Vorbereitung. Ist das zu laut, gell? Danke! Bitte! Ja, bei Ihnen tut sich was. Die FDR 1200 kommt Anfang nächsten Jahres auf den Markt. Lieber genau. Beat, man hört es, also ich kenne den Namen Beat sonst nur aus der Schweiz. Und ja, wenn du jetzt einmal so. Was sagst, ist okay, so, genau. Du bist aus der Schweiz. Das ist eine FDR 1200, aber nicht so, wie sie auf dem Markt kommt, sondern die Rennmaschine, gell? Das ist die Rennmaschine aus der amerikanischen Flat-Track-Serie, ja. Die wurde ja letztes Jahr amerikanischer Meister und ist heuer auch wieder auf dem besten Weg dazu, mit eigentlich jedem Rennen bisher gewonnen und sollte eigentlich jetzt dann gerade soweit sein. Also unantastbar, aber genauso wird die FDR 1200 ja nicht kommen, gell? Nein, natürlich nicht. Oder? Das ist natürlich ein abgespecktes Bike für die Rennserie und für die Straße müssen wir natürlich einiges hier wieder dazu tun. Aber es wird angelehnt an dem Charakter natürlich kommen. Man versucht, das möglichst authentisch auf die Straße zu bringen. Und so sollte das eigentlich nächstes Jahr viel Spaß bereiten. Optisch, finde ich, schaut das Serienmodell nicht so viel anders aus. Schaut eigentlich sehr geil aus, gell? Ja, oder die 1200 Custom, wo in der Sultansklasse ja fährt heute, ist eigentlich näher noch an der Serie dran. Ist etwas voluminöser halt wegen den ganzen Vorgaben. Und so versucht man das schon möglichst nahe halt auf die Straße zu bringen. Aber es ist schwierig, halt 1:1 das so umzusetzen. Ja, aber wie gesagt, ihr macht es und ja, Herr Beat, vielen Dank. Internationale Veranstaltung, ganz offensichtlich. Genau. Ein Schweizer erklärt mir ein amerikanisches Motorrad in Deutschland. Gamesec 101 2018. Danke, Beat. Okay, danke dir. Yamaha war ja eigentlich einer der ersten oder überhaupt der erste japanische Hersteller, der diese Retro-Linie aufleben hat lassen. Yardbuild Projects, Faster Suns, XSR 700, XSR 900. Und ja, wenn man glaubt, man hat eigentlich
schon alles gesehen, dann schaut euch einmal die Dinger da an. Ich habe mit dem Herrn gesprochen, der das gemacht hat, nur ganz kurz. Ich habe gefragt, ist es jetzt ein 900 oder 700? Es ist eine XSR 700, also bitte beachten, unfassbar geil. Da hinten haben wir eine XSR 900, drüben haben wir zwei XSR 700, die Super 7 und so eine, ich glaube Bandan wird sie genannt, so eine grüne, die von Motorrad klein gemacht wurde. Einfach urgeile Umbauten und ja, da hat Yamaha eine gute Basis geschaffen für solche Umbauten. Ja, das schaut urgeil aus. Was wäre das Klemseck 101 auch 2018 ohne BMW? Also die genaue Prozentzahl möchte ich nicht irgendwie erraten, aber ich schätze mal um die 90% BMW-Umbauten. BMW selber auch sehr viele schöne Umbauten. Was bietet sich vorrangig an? Die R9T, von der es ja mittlerweile, glaube ich, Millionen Umbauten auf der ganzen Welt gibt. Die Leute sind echt begeistert von dem Radl. Bietet sich eben auch wirklich an. Da drüben haben wir eine SMW 61 genannte, die ich extrem geil finde. Da drüben eine Black Phantom, so auf ganz alt gemacht. Hinter uns im Schauraum das neueste R9T Modell, die BMW R9T Pure umgebaut zum Giggle. Sehr lustig. Was mich aber besonders beeindruckt ist, R9T, ja klar, die eignet sich gut, aber das hier ist keine R9T, sondern das ist eine S1000RR auf alt gemacht, halt ganz einfach. Ich weiß auch nicht, ob da jetzt technisch allzu viel geändert wurde, aber von der Optik her einfach extrem gut hinbekommen. Nur irgendwie an der Schwinge erkennt man, dass es ein richtig ganz modernes Superbike ist, aber sonst schaut das richtig geil alt aus. Wie heißt das überhaupt? Einfach von Revival Cycles umgebaut. Herzlichen Glückwunsch, Burschen, das habt ihr echt gut hinbekommen. Entschuldigt bitte, ich bin ja normalerweise nicht so ein Prolet, aber ich bin da am Klemseck 101 unterwegs, schlendere des Weges und auf einmal sage ich, Alter, der Tibor! Unser guter Freund Tibor ist auch hier am Magura-Stand und du hast sogar dein eigenes, was soll ich sagen, rinnendes, dein eigenes tropfendes Motorrad mitgebracht. Das ist im Übrigen jetzt das eine Bierchi, das ich mir gönne, wie ich euch im Intro gesagt habe, ich werde ein Bierchi trinken mit dem Tibor. Was ist das für ein Ding? Also eine BMW-Boxer und was ist da gemacht? Alles, oder? Weil du bist ja so ein Fetischist, oder? Ja, genau, jetzt habt ihr mir wieder entlarvt. Also da komme ich eigentlich her, vom Radlfahren halt ein bisschen Custom und das taugt mir halt. Und ich habe mit dem Holger zusammen, wir haben ein Motorrad zusammen kreiert, wir haben eine alte BMW genommen, weil das halt vor vier Jahren ein Trend ist, wie es halt jetzt immer noch ist. Ja. Aber was ich nicht wollte, ich wollte nichts von der Stange. So, das ist eine R100 RS gewesen. Kennst du die noch, dieses hässliche Polizeimotorrad mit dieser Verkleidung? Die erste hässlich ist relativ, die Leute, die damit groß wurden, finden vielleicht was dran, aber ich gebe zu, mir gefällt es auch nicht. Genau, so, und dann, das war aber das erste Motorrad, was 200 gegangen ist. Haben die in der Werbung drinstehen gehabt. So, ich habe das Ding gekauft in Freiburg und habe Gott sei Dank über Freunde jemanden kennengelernt, der so Mechatroniker ist. So, jetzt ist da natürlich alles drin, was man nicht sieht. So, du hast jetzt quasi ein Keyless Go zum Anschmeißen. Dann hast hier Knöpfe, die du in Kombination drücken musst, dass das Ding überhaupt funktioniert. Und dann ist natürlich alles gepimpt, was gepimpt sein kann. Und ich bin wirklich der Meinung, dass das Ding besser geht als so eine weichgespülte R90, die ich ja mit dir in Ischgl gefahren bin. Und das war eine totale Enttäuschung. Das war eine totale Enttäuschung. Ich habe am Hahn gezogen, da ist nichts passiert. Okay, BMW nicht hinhören, bitte. Aber das ist ja eh auch ein BMW. Das ist selbstverständlich, da geht was. Wir haben 1100 Kubik, also 1070, das ist der Big Bore Kit von am Zulieferer heute. Dann haben wir eine scharfe Nockenwelle drin, wir haben einen Bleifreiumbau, wir haben eine Doppelzündung. Das rumpelt richtig. Ja, und wenn wir bei Magura stehen, von Magura ist auch was drauf, ne? Ja, und witzigerweise, es war ein Unfall. Weil normal ist ja diese Pumpe hier, diese Bremspumpe, die HC3, das nimmt man ja nur für Performance oder für Rennstrecke. Ich hab's drauf wegen der Farbe, weil ich hab da mal, weißt du, wenn du da durch die heiligen Hallen gehst bei Magura, da liegen Sachen rum, das wissen die selber gar nicht. Und dann habe ich was gefunden, was zufällig zu der Farbe passt. Das ist nämlich die Farbe, du weißt das, Honda, ja, CB4, oder? Genau. Warum? Weil das halt zu dem Öllens Ausgleichsbehälter passt und aber auch zu der HC3, die zufällig halt in der Farbe ist. Und deswegen habe ich gesagt, muss ich unbedingt haben. Ich habe schon geschimpft gekriegt, weil normal kriegst du kein ABE, wenn du den kleinen Bremsbehälter nimmst, den kriegst du bloß für die kleine Pumpe. Aber das ist ja auch wurscht. Der TÜV hat gesagt, das ist ein Spezi von mir. In Deutschland ist der TÜV, du musst immer schauen, dass du einen guten Freund hast, der beim TÜV arbeitet. Und der hilft. TÜV hat gesagt, das ist ein Spezi von mir. Da wissen wir schon, was los ist. Ne? Genau, der fährt nämlich Radl und dann
Backschisch, weißt du, Import, Export und dann passt es. Ja, über Geld redet man nicht, oder? Was das dann alles, weißt du das überhaupt, was du reinsteckt ja. hast? Ja, aber magst du das sagen? Soll ich sagen? Nein. Überlegst du? Naja, kaufen, du hast halt so ein Ding für vielleicht so eine Basis für 2,5. Blöderweise, du schaust halt dann irgendwas, was nicht benutzt ist, du schaust, was wenig Kilometer hat und dann, hey, Alter, du zerreißt eh alles. Der Motor 6,5. Im Motor stecken 6.500 Euro, nur im Motor. So, jetzt ist an dem Motorrad nichts mehr umbehandelt. Ja. Also wir reden über, ja, die erste Zahl bei fünfstellig ist ein 2. Ja, ja, ja. Und zum Thema Ergonomie, weil das Fett habe ich ja jetzt weg bei 1.000 PS, das fährt sich scheiße. Aber ist geil, es ist geil. Fauli, du hockst drauf wie auf so einem, kennst du einen Baron von Münchhausen, der hockt auf so einer Kanonenkugel, das ist das Gleiche. Da zirkst du am Kabel und dann hast du einen richtigen Spaß, aber Performance, schwierig. Gut, aber du jammerst immer über deine dicken Achsen und alles, gell? Da bist du immer ein bisschen heikel. Ja. Jedenfalls schaut es wirklich leimend aus, finde ich. Schön, dass du das leisten kannst. Mir taugt es. Da am Stand von Magur also wirklich Berechtigung, dass deine da herumsteht. Ja. So, mein Bierchen ist leer, das heißt, du hast auch deine Schuldigkeit getan und ich schaue weiter. Und jetzt schmeiß es noch, oder? Ja, schmeiß an. Jetzt pass auf, jetzt kommt hier eigentlich Keyless Go, dann gehen die Lampen an. Sehr schön direkt, ja, angenehm. Wir kleckern. Guter Sound. Wir Motorradl aus 2018. Das ist meine R90. Ergonomie fragwürdig, aber Tibor total glücklich. Danke fürs Plaudern. So, und jetzt gehen wir auf die Rennstrecke, bitte. Ja, bitte, gerne natürlich. Tibor will unbedingt Rennstrecke. Sehr gut. Kawasaki sehr umtriebig, würde ich sagen, hier am Glemseck 101, weil man nicht nur die meiner Meinung nach richtig gelungenen Retro-Modelle Z900 RS und Z900 RS Café präsentiert, herzeigt, auch Umbauten, sondern es steht da hinten auch eine richtig alte Z900. Der Marco von Kawasaki hat mir erzählt, ja, da ist einer daherkommen, der hat die einfach hingestellt, weil die Rennmaschine, die beim International Sprint mitmacht, wurde zur Rennstrecke geschoben, dann war da ein kleines Platzerl frei von diesem Motorrad, hat einfach wer eine uralt aus den mittleren 70er Jahren Z900 reingeschoben und ich bin vorbeigegangen und dachte, Z900 RS in Rot und da die in Grün, ha, die hat so schmale Reifen, eine richtig alte, geil. Und ja, warum ich mich da zwischen die Ladies hineingestellt habe, es ist das sogenannte Twin Project am Laufen, sponsert bei Kawasaki, dürfen wir glaube ich sagen, hier die liebe Käthe, hier die auch liebe Clara, die immer extrem frech ist, aber das kriegt sie ja nicht mit. Und ihr steht ja lustigerweise beide bei den falschen Motorradeln, gell? Weil das ist deine Z900 Kawasaki und das ist deine 650. W650. Nein, Z650. Was habe ich jetzt gesagt? 900. Ich bin schon ein bisschen verwirrt. Z650 und W650. Aber 730 eigentlich. Ah, okay, das heißt, wir fangen mit deiner an, oder? Ja, klar, die höhere Motorisierung kommt als erstes. Die höhere Motorisierung als erstes und ich möchte vorwegnehmen, in Speyer haben wir ja schon geplaudert. Da sind eure Mopetten noch völlig zerrissen am Boden herumgelegen und jetzt habt ihr sie fertig. Also, ja, X und Foxy fertig. Es ging ja darum, dass die Reifen nicht da waren. Deswegen konnten wir die überhaupt nicht zusammenbauen oder schieben. Wir konnten sie nicht schieben. Ihr habt gar nicht gewusst, wo was hinkört, weil die Reifen noch nicht da waren. Außerdem haben wir auch alle... Wir haben es auseinandergeschraubt und dann wussten wir nicht mehr. Genau. Und wir hatten Post-its dran gemacht und hinterher war alles durcheinander. Habt ihr es nicht nummeriert vorher? Ja, okay, und jetzt steht sie wirklich schön da. Ja, genau. Und, also sie ist größer gemacht vom Motor her. Ja, genau. Was genau. Hat das jetzt da drinnen? 730 statt 650.
ist einfach die erste Übergröße aufgebohrt. Aufgebohrt auf die erste Übergröße. Ja. Und wie fährt sich's jetzt? Bist du das ja schon gefahren? Ich weiß jetzt noch nicht, was ich sagen soll, weil ich bin sie einfach noch nicht gefahren. Also die ist jetzt wirklich fix und fertig, aber du nee, hast sie noch nicht. Sorry, nein, die Elektrik fehlt noch. Man konnte da nichts machen, aber die Elektrik fehlte. Also ihr macht da ein richtig orges Projekt aus dem Ganzen, zelebriert das ja so dermaßen. Wir ziehen das so lange. Intermod! Es ist dann zur Intermod fährt sie dann. Also zur Intermod, ihr zelebriert es, dass das dann wirklich zur Intermod fertig wird und dass ihr ja Kawasaki ordentlich die Kohle rauszieht und sagt, naja, wir brauchen da jetzt noch, weil das geht nicht zu schnell. Sorry, aber wir brauchen nochmal 10.000 Euro. Mehr. Gut, mehr und mehr, immer wieder. Und liebe Clara, deine ist die jetzt endlich fertig? Also es fehlt ein kleines Detail und das ist der Bremsschlauch vorne. Ja, und wer braucht da vordere Bremsen? Wer braucht vorne schon Bremsen? Nee, aber mit dem ABS halt ein bisschen schwierig dann ohne. Und sonst, was ist noch gemacht? Also deine war ja auch in Speyer bei den Kawasaki-Tests noch in Einzelteilen. Ja. Jetzt ist sie hier schon fertig. Ich habe euch gesagt, es ist laut. Immer wieder. also der große Umbau bei dem Ding ist eigentlich die Gabel vorne. Die hat ja eine ZX-10R-Gabel drin von einem 10-Modell, 2004er Baujahr. Und da mussten wir halt Gabelbrücken anfertigen. Wir mussten uns darum kümmern, dass das Rad, das Originalrad von der Z650 wegen dem ABS reinkommt. Und weil es auch einfach scheiße aussieht, wenn du vorne eine andere Felge fährst als hinten. Das hast du schön gesagt. Das musst du halt als Kunst verkaufen. Das ist uns dann schwierig geworden. Dann haben wir das Heck radikal gekürzt. Das Reck radikal. Und so Kleinigkeiten, ganz viel ist rausgeflogen, also gerade an Verkleidungsteilen ist ganz viel weg. Und bist du angefressen, wenn ich sage, du hast doch einen lustigen Sattel, bist dann böse? Nö. Schaut wirklich lustig aus. Ja, ich finde auch, dass der Tank irgendwie lustig aussieht. Ja, so. Also ich finde, sie hat irgendwie was Bulliges, aber manchmal auch irgendwie was Witziges, ja, das darf sie auch haben. Okay, und was habt ihr vor mit dem Moped? Ja, auf der Intermod dann fahren, bei unserem Flashdance. Also Jungs gegen Mädchen. Okay. Also ja, ich bin neugierig. Ich bin auch auf der Intermod. Ich hoffe, ihr kommt auch auf die Intermod, die dann im Oktober startet, Anfang Oktober. Wer sich dafür interessiert, einfach bei uns 1000 PS reinschauen. Wir bringen da dann irrsinnig viele News, Neuigkeiten und auch von The Curves, also vom Dream Project kommt mehr. Ja, Kawasaki eben, wie schon erwähnt, mit der Z900 beim Sprintrennen am Start. Da werde ich mit dem Andy Seiler noch plaudern über dieses aufgemotzte Bike, kann man sagen. Damit es Rennen gewinnen kann, musste es überarbeitet werden. Vielen Dank, liebe Mädels. Vielen Dank, Clara. Vielen lieben Dank, Käthe. Euch danke fürs Zuschauen. Bleibt dran, abonniert unseren Kanal und ja, Gamesec 101, auch 2018, ein Wahnsinn. Dranbleiben. Viert euch. Tschüssi. Tschüss. Honda hat mit der CB1000R ja ein Modell, das man nicht so recht einordnen kann. Ist es Retro oder ist es ganz modern? Naja, es ist eine CB1000R, was Modernes. Hier umgebaut und es sitzt niemand geringerer drauf als der Mick Doohan, der jetzt gleich gegen das Mädel mit der Cover startet. Bin sehr neugierig, wie ein, wie soll ich sagen, alter Rennfahrer, der natürlich unglaublich viel Erfahrung hat, sich so tut. Wir wissen ja, der Karl Fogarty hat, glaube ich, vor 2 oder 3 Jahren gewonnen, die gesamte Veranstaltung der Essenza. Mick Doohan wünschen wir jetzt auch viel Glück. Ja. Also reden will er, glaube ich, nichts mehr. Er ist schon nervös. You will do that. Do what? Racing, just racing. Hopefully, yeah. I've got a big competitor here, you know. Yeah, I think she's good. She's strong, huh? She's strong. Yeah. Gamesec 101 ist auch immer a day at the races und da sind sie, diese Achtelmeilenläufe, unfassbar geile Stimmung. Wir stehen hier vor einer Z900 RS, was da gemacht ist, rede ich dann mit dem Andi, aber Caro Fitus hat sich tapfer geschlagen. Du hast, muss man sagen, gegen einen Weltmeister verloren, gegen den Mick Doohan. Allzu traurig, schaust jetzt nicht aus und bist einfach, glaube ich, immer gut drauf.
Wie waren die Rennen? Hat das Spaß gemacht? Ja, Spaß hat es natürlich super gemacht, obwohl ich wirklich enttäuscht bin, weil ich heute Morgen beim Testen wesentlich bessere Starts dabei hatte. Und mit so einem wäre es echt kein Ding der Unmöglichkeit gewesen, ihn zu schlagen. Und von dem her ärgert es mich wirklich. Vielleicht ist das Problem, dass du mit dem Motocrossen aufgehört hast, hast du mal gesagt, jetzt vor kurzem, jetzt weitermachen müssen, weil da muss man ja gute Starts hinlegen. Um auf den Andi überzuleiten, du könntest jetzt auch noch sagen, die Maschine war schuld. Nein, mache ich auf keinen Fall. Da kann ich mich nicht beklagen. Okay. Also wirklich, das Team und das Drumherum hat super gepasst. Ich fühle mich tierisch wohl und auch auf dem Motorrad selber. Wie gesagt, schade, dass es jetzt nicht geklappt hat, weil es wäre drin gewesen. Ja, aber ich finde, es ist jetzt kein Schand auf alle Fälle gegen Sovin zu verlieren. Ja. Und also am Motorrad hat es nicht gelegen, lieber Andi Seiler, PR-Mann von Kawa. Was ist denn da alles gemacht? Also ich würde vielleicht gerne noch was zu Caro sagen. Also wir sind da überhaupt nicht sauer, weil gegen Mick kann man verlieren. Sie war ganz nah dran. Und wie sie gesagt hat, hätte sie so einen Start hingelegt wie heute Morgen, da hätte er keine Chance gehabt. Da bin ich sicher. Und ich bin weiterhin von Caro überzeugt. Und die wird auch noch mehr für Kawasaki machen, da bin ich auch sicher. Z900 RS Super 4, so haben wir sie genannt, weil die allererste Z1 hieß auch Super 4 bei den ersten Veröffentlichungen. Das Motorrad ist von Dieter Priese getunt worden. Der Motor wurde komplett zerlegt, Kurbelwelle 1,5 Kilogramm leichter, Verdichtung rauf auf 13,8:1. Wir haben extra Nockenwellen anfertigen lassen, weil die Original-Nockenwellen nicht für Racing geeignet sind. Er hat wirklich da viel Know-how reingesteckt, keine Airbox, sondern nur Ansaugtrichter drin. Überall leichter gemacht, wenn du unter den Sitz drunter schaust, da verbirgt sich nichts mehr. Das ist alles weg. Wir haben 20 Kilo gespart. Zulassungsschein kann man da nicht drunter geben mehr, ne? Nee, wir haben noch ein Kennzeichen dafür, aber ich glaube, das hat sich erledigt. Das Ding ist 20 Kilo leichter geworden und leistet 151 PS. Also wir hätten normalerweise auch die Gegner damit durchaus in Schach halten können. Fahrwerk ist sehr viel gemacht, oder? Ich meine, ich habe nämlich vorne die Niederspanngurten gesehen. Das finde ich eine sehr lustige Lösung. Ist das eher... Ja, mittlerweile hat Kawa kein Geld mehr für ordentliche Lösungen. Das ist so low budget. Nee, aber der Dieter schaut sich ja überall um. Ne? Er hat viele Videos geschaut bei Sprintrennen und bei Sprintrennen in den USA wird auch an sauteuren Motorrädern diese Methode gewählt, um das Vorderrad abzusenken, beziehungsweise die Lenkerpartie, damit die Kiste nicht so leicht steigt. Und hinten auch so eine Spezialität vom Dieter. Er hat eigens Umlenkhebel entwickelt, die eben viel, viel linearer reagieren, nicht ganz so progressiv und hart sind. Und das im Zusammenspiel, das funktioniert deutlich besser. Also ja, wenn ihr sagt, dass du eigentlich gewinnen jetzt müssen, wenn du so einen Start hingekriegt hättest. Andi, vielen Dank fürs Plaudern. Caro, vielen Dank fürs Plaudern. Und der Andi hat sich schon gesagt, du wirst noch viel für Cover machen. Also freu dich. Now I'm talking to Mick Tuohen, you see him now without the helmet, and I asked him if he's under the best 8, and then he said, yeah, I won my race, maybe I am, I don't know. So they don't throw me out for cheating, just maybe? Just for fun. Yeah, absolutely, you know, it's a great event, and it's, you know, good to see a lot of people here, a lot of true motorcycle enthusiasts, so, you know, it's good fun. You like the bike? It's a great bike, you know, actually I like the colour scheme. Yeah. You know, the minor modifications that Honda Europe have done to the bike, it's magnificent. Yeah. Yeah, it's a great event and thing. You know, when it's a bit of fun, you know. It's nice to win one if we're here, but I mean beyond that it's you know, that's it. So we are just here for fun and thank that's you. Right. I wish you much luck for the next races. Thank you so much. Cheers. Ich hab's schon bei der Glemseck CB1000R, die der Mick Tuohen bei den Sprintrennen höchst erfolgreich bewegt hat, gesagt, die CB1000R ist ein Motorrad, also mir gefällt es nicht gut, ein bisschen retro, aber doch sehr modern. Und an dem Ding sieht man jetzt, was alles möglich ist. Also ich bin schwerstens beeindruckt. Und wieder, man glaubt, man hat alles gesehen, aber dann kommt auf einmal sowas daher. Urgeil. Ich liebe die Vielfalt am Glemseck 101. Alle Marken, fast alle Marken vertreten, aber wenn es um Custom geht, darf natürlich eine Marke nicht fehlen, Harley Davidson. Das Problem ist nur, die ganzen 19er Modelle werden jetzt präsentiert in Kürze. Ich fahre zur FXDR 114 Präsentation jetzt dann nach Griechenland. Jedenfalls, es stehen lauter 18er Modelle herum, nicht, dass die schier wären, aber es ist halt nichts Neues jetzt da. In Farc werden, glaube ich, auch zwei neue Modelle präsentiert. Deswegen bei Harley Davidson werde ich halt eine Runde wurzeln. Jetzt komm her, eine Runde wurzeln.
Am Stand von Bell hier merkt man, wie professionell 1000 PS arbeitet, wie gut wir immer vorbereitet sind, weil der Sebastian neben mir hat mir gerade eröffnet. Weltpremiere! Ein neuer Helm hier am Chemsec. Wahnsinn! Ich habe es nicht gewusst. Umso mehr freue ich mich. Der hat so Löcher da oben. Wie heißt der? Der Helm heißt Eliminator. Das Name ist Programm. Wir machen alle fertig. Naschmann. Okay. Wir haben heute exklusiven Launch. Er darf heute eigentlich nicht präsentiert werden, aber ihr habt ihn ja schon beim Rennen verwendet. Wir haben ihn schon auf der Scout FTR 1200 passend repräsentiert. Wird unser neuer Oldschool-Retro-Vintage-Helm werden. Inspiriert ist er aus den Drag Racing-Helmen der 60er Jahre. Also Bell kommt ja aus dem Oldschool-Bereich, wenn es einer kann, dann mir. Inspiration adaptiert ist er komplett aus dem Automotorsport. Okay. Umgemünzt in dem Sinn jetzt auf Motorrad, auch mit der Homologation für alles. Formel 1 Visier wird er haben, also ganz klassisch. Wird auch verschiedene Tönungen geben dafür. Ja. Gut so, weil ich mag ja keine klaren, da sieht man meine ängstlichen Augen. Also wird alles von verspiegelt, rot, alles geben. Belüftungslöcher im Top-Bereich werden auch mit einer Kunststoffkappe zum Abdecken sein. Das heißt, du hast dann in dem Sinn so einen Airwing oben mit drauf. Wird nie wer machen, das schaut sicher. Vielleicht schaut es gut aus. Ja, schaut auf jeden Fall heiß aus. Dekore wird es 6 Stück geben. Okay. Also von matt-schwarz, glänzend schwarz wird die Carbon-Version geben, wo halt Sichtcarbon voll ist. Wird eine Racing-Orange-Version geben. Es wird auch ein bisschen mit 60s Candy-Lack geben, also wo du in dem Sinn halt dann so ein bisschen Fischgrätmuster und Design. Du musst das jetzt nicht, man muss sich's dann anschauen. Nur wird da alles sehen. Und vor allem, wie gut ihr es könnt, kennen wir ja von euren anderen Bullet-Modellen. Ja. Die ganzen Geschichten, Moto 3 schaut auch extrem leimend aus. Mich hast du uns so mit dem Namen schon gehabt, Eliminator, ist ein Wahnsinn. Preis? Schon wird was sein in den Basic-Design-Varianten bei 399 Euro. Carbon bei 6,99, aber halt dann Vollcarbon und wird auch nochmal ein hochwertigeres Innenfutter bekommen. Kennt ihr von 1000 PS aus unseren Race-Helmen, das Ecstatic-Innenfutter, also wirklich ein High-End-Antitranspirant-Futter noch bekommen. Der Preis ist heiß, hätte ich gesagt, in dem Bereich. Und ab Bereich. Wann? Voraussichtlich verfügbar ab November. Oh, ist ja okay. Ja, also dafür, wie gesagt, Launch wird dafür sein. 1000 PS Weltpremiere, oder? Ich sage jetzt nichts Falsches. Na, passt, alles gut. Ja, Hammer. Ich freue mich. Und auf die Dekore schauen wir uns auf der Intermod dann machen wir schon nochmal. An. Genau. Super, ja, freue mich schon. Ja, da sage ich da auch, welche ich dann will. Ja, genau. Kannst deine Bestellung aufgeben dann. Freue mich schon. Genau. Danke fürs Plaudern. Ja, viel Spaß noch am Games. Ja, euch auch. Macht es gut. Bis dann. Für's euch. Sag niemals nie ist so ein, meiner Meinung nach, dämlicher Spruch, aber er gilt schon, weil beim letzten Glensec 101 habe ich gesagt, es haben alle ganz gut reingepasst, nur KTM hat mit dem typisch orangenen Stand da nicht so ganz reingepasst in diese Retro-Geschichte. Ja, und ich muss es revidieren, dank Reinhold Bierreiter, die zwei Dinger, die da stehen, ich meine, die passen voll gut aufs Glensec 101, erzähl ein bisschen drüber. Basis da hinten, glaube ich, ein 640er LC4 und da haben wir einen 625er, erzähl ein bisschen. Ja, die Basis sind also super Motos. Die Idee ist entstanden, wie wir vor 3 Jahren das erste Mal nach Glemseck gekommen sind. Ah. Und dann haben wir halt gesehen, KTM ist da. Ach, der Dach, das passt nicht so recht. Nein, Adventure und Freeride passen nicht ganz daher. Richtig. Und ja, dann haben wir uns halt gedacht, auch im Sprint und so weiter und bei den umbauten Motorrad ist mit KTM nichts los. Wir müssen was tun. Weil das geht einfach nicht, dass Österreich nicht vertreten ist da. Sehr brav. Und dann haben wir halt hergegangen und die Idee war halt dann so ein Motorrad, beziehungsweise wir wollten mal versuchen, was können wir überhaupt. Wir haben radikal gut sie angeschaut, waren sehr beeindruckt von der handwerklichen Fähigkeit, die wo da auch herrscht. Und wir sind halt auch, unser KTM-Betrieb ist relativ klar, wir sind halt mehr Handwerker wie Händler. Und dann haben wir gesagt, was können wir?
das möchte man mal so sagen, ob man mir auch so was Schönes bauen können wie die. Und die Basis war natürlich klar KTM. Das Thema haben wir uns dann gesucht, weil ich ja neben KTM ein ganz großer Fan von Porsche bin. Und Steve McQueen, das war 1970, haben die den Film gedreht. Und das war so unser Thema. Darum ist auch das Motorrad in dem Schiefergrau von Porsche lackiert, wo der Steve McQueen im Vorspann fährt. Und unser Hyrix-Bike, die 690er hinten, ist in den Gulfblau lackiert, wo der Steve McQueen ja dann im Rennen gefahren hat. Also zumindest pseudomäßig gefahren. Stell dir vor, ich hätte ihn nicht angesprochen, dann hätte ich das alles nicht erfahren. Und letztes Jahr hat es halt mit dem Motorrad nicht ganz gelangt, mit 75 PS. Darum haben wir hergegangen und haben jetzt halt auf der Basis von der 690er über Lachgas 128 PS und 148 Newtonmeter gemacht. Ja, da geht schon was weiter. Aber ich muss da sagen, ich bin halt bei den beiden hängen geblieben, weil die schon so gut reinpassen. Wie heißt die überhaupt? Das ist unser One. One heißt so viel wie, letztes Jahr war es die Idee, die erste. Okay. Und natürlich ein Zylinder. One hat sich gut angehört und hat ein schönes Label ergeben, sagen wir mal so. Der Onesa und das One, das hat halt relativ stylisch auch gut gepasst. RBF heißt nichts anderes wie Race Bike Factory. Wir nehmen die Motorradl auch nicht Custom Bikes oder sonst was, sondern das sind für uns eigentlich Naked Racer. Also es ist halt auch nicht der alte Stil. Wir haben auch gesagt, man sollte nur sehen, dass es ein KTM ist. Und wir haben einfach die Kisco-Linien von damals mit den heutigen kombiniert ein bisschen und haben halt versucht, das irgendwo in Form zu kriegen. Also du bringst das sehr verständlich rüber und im Prinzip ist auch Blunzen, was du mir jetzt erzählst, es schaut leiwand aus und ich glaube, das sehen wir alle, das ist gut ausschaut, die fetten Gabeln und so. Wir haben es halt auch geschafft, die Wasserkühlung irgendwie unterzubringen und das ist ja das Schwierige. Wenn es so völlig clean ausschaut, war es besonders schwer. Ne? Genau. Und heute Abend, sage ich mal, dass keine Kabel mehr da sind mit den ganzen Tasten und alles, haben wir natürlich von den Zulieferern eine große Hilfe. Ist ja heute ein Riesenmarkt, man braucht nicht mehr so viel selber machen, aber man muss halt zusammenstellen dann. Gell? Aber du musst das dann trotzdem machen. Ja, die Brücken haben wir fräsen lassen, der Rahmen, den haben wir selber gefertigt. Daher, übers Geld reden wir gar nicht, das hat schon ein Vermögen gekostet. Erst Reinhold, danke fürs Plaudern. Macht euch selber ein Bild davon, wir filmen es ab. Großartig. Ja, danke. Also dann. So, das war's mit dem Kremseck 101 2018 und wenn einem ein ganzer Tag wie eine Stunde vorkommt, dann war das wirklich extrem kurzweilig, aber ich muss auch sagen, und ihr seht es ja auch, es war so viel los, es ist so ein cooles Ambiente, das Kremseck 101, weil das eben so geballte Ladung ist, man kommt nicht aus sozusagen, das alles leiwand zu finden, das ist so... Gedränge ist ein unhöfliches Wort, aber es sind so viele Leute und das ist einfach das Coole an der Sache, so viele gemütliche und lustige Leute. Also mir hat es total viel Spaß gemacht. Wenn es sich ergibt, bin ich nächstes Jahr fix wieder dabei. Wird ja auf alle Fälle wieder sein. Das nächste, was ich mache, ist auf alle Fälle die Intermod in Köln. Ja, hallo. Und jedenfalls bleibt dran, schaut die anderen Videos auch, ist viel anderes. Vielleicht nicht so viel Cooles wie hier, aber abonniert unseren YouTube-Kanal und ja, mir bleibt nichts anderes als zu sagen, tschüssi!